Oh mein Gott, ich liebe es, gegen Elite-Schützen mit dem Deck zu spielen. Das ist tatsächlich das Beste. Mal gucken. Ich habe das schon bestimmt eine Woche nicht mehr gespielt. Mal gucken, wie das nochmal genau war. Movement ist gut. Der wird auch einen Move haben, aber trotzdem werde ich den mal rerollen. Marlena ist auch sehr schön, aber haben keine Karte, die wir damit benutzen können. Drachentraum und Ragnarok auf der Hand. Matter zieht mir Nibelheim. Würde ich gerne behalten. Aber machen wir nicht. Erste Karte ist die Blende. Also die Blende ist ja eigentlich nur drin, damit sie Crowd Control zieht. Das heißt, wenn er jetzt einen Taler dazu hat, ich sage euch, die Blende würde ihn ziehen. Ne? Weil der keinen Bock auf die zwei Rüstungen hat. Ja, eben. Der Schaden kommt auf die Blende runter. Das heißt, ich spiele jetzt den Schmuggler aus. Schmuggler kommt mit einer Rüstung, hat 5 Leben. Könnte natürlich passieren, dass er mit einem Dings um die Ecke kommt. Ihr wisst, was ich meine. Ich hebe mir die 5 Boost, by the way, von Marlena auf, weil die relativ fix tot ist und das kann ich nicht durchgehen lassen, leider. Kann passieren, dass er mit einem Teil seiner Natur um die Ecke kommt. Das wäre dann, wie es ist. Also das Deck baut auf diesen beiden Karten auf in der letzten Runde. Auf den beiden besten Wettereffekten im Spiel, würde ich mal so sagen, ne? Wir benutzen erstmal... Wir nehmen tatsächlich schon mal Marlena. Und boosten die um 5. Und jetzt hoffen wir, dass der weitere Boost auf... Genau, auf Karten geht, die wir mitnehmen. Also den Endeber werde ich dann auch noch ausspielen. Damit wir den dann in der nächsten Runde gleich... Also jede Runde nutzen können. Da ist Marlena da. Immer zum Resetten. 5 Schaden. Schmuggler oder Marlena? Schmuggler. Schade, aber war abzusehen. Habe ich ja gesagt, was passiert. Damit ist er aber raus. Das heißt, der Endeber ist wahrscheinlich sicher. Das Deck ist ein bisschen weird und ihr müsst auch noch nicht ganz verstehen, was hier der Plan ist. Der Plan für die erste Runde ist aber einfach auf Krampf gewinnen. Das ist das Wichtigste an dem ganzen Spaß hier. Ansonsten, okay, wir müssen die läutern, wenn er die vergiftet. Weil den ist gerade meine einzige Schadensende, die ich habe. So, Endeber einsetzen. Direkt Damage machen. Auf, völlig egal eigentlich, dich. Und zurückmoven. Und dann können wir die nächste Runde wieder nutzen. Das ist mit Marlena halt sehr nice, weil Marlena quasi diese eine Runde Cooldown überspringt. Wir könnten auch den Vogel benutzen. Okay, das werde ich jetzt auch machen, glaube ich. Ja, das werde ich jetzt machen. Ich werde mit dem Vogel die nach hinten schieben. Dann kann ich nämlich die Falle ausspielen nächste Runde. Eigentlich relativ egal. So. Es wäre schön, wenn er jetzt passen würde, weil umso länger die letzte Runde ist, umso besser für mich. Macht er aber nicht. Schön. Die Falle schmeckt auf jeden Fall, wenn die hochgeht. Und da kann er auch gar nicht so viel gegen machen gerade. Er müsste langsam passen. Ich kann dann auch nur noch Marlena ausspielen. Nach den anderen, die anderen Karten darf ich halt in der ersten Runde nicht benutzen. Oh, der passt. Perfekt. Wir passen auch. Ist jetzt zwar eine Runde zu spät für meinen Geschmack, aber es ist trotzdem noch in Ordnung. Er hat auf jeden Fall schon ein bisschen Karten ausgegeben. Die beiden hätte ich ganz gerne, die beiden hätte ich ganz gerne, Nivellen brauche ich und der Rest ist mir einfach egal. Bombenträger, den könnte ich mal behalten. Wobei sein Szenario ihn bei mir eigentlich nicht viel bringt. Ich werde es trotzdem mal... Hätte ich mal die Batana-Wache behalten, aber egal. Also Bleeden macht überhaupt keinen Sinn, ich muss auf jeden Fall Last Say haben, das ist wichtig. Und... Vor allem muss die Runde so lang wie es geht sein. Das heißt, jede Karte, die ich jetzt ausspiele, kostet mich im Endeffekt Punkte. Da ist ein Giftwerk, wahrscheinlich wird er kein weiteres Gift mehr haben. Also ich nehme an, dass er 3 oder 4 Gift im Deck hatte. Und da jetzt hier schon 2 auf dem Friedhof legen jetzt, müssen wir uns da nicht mehr so viele Sorgen drum machen.
So, er muss anfangen. Das ist halt ganz nice. Nivalin ist perfekt. Bitte Matahuri, damit wir die Runde ein bisschen strecken können. Die Falle ist okay. Ja, Matrone ist auch gut. Matrone ist auch gut. Da hätte ich zwar lieber zwei von, aber eine ist auch in Ordnung. Nivalin ist halt auch sehr nice. Ich hätte gerne Matahuri gezogen. Das schreckt halt die Runde. Das heißt, Ragnarok macht mehr Schaden. Okay, die Reihe, wo er die hin spielt, schon Ragnarok aus. Nach vorne. Wundervoll. Und wir geben ihm so halt noch keine Ziele. Schön. Macht gut Schaden an dem Jungen da. Wir können den Schmuggler ausspielen nächste Runde, um für ein bisschen mehr Punkte zu sorgen, weil wer es dieses Deck halt tatsächlich nicht hat, sind viele Punkte. Wer hätte es gedacht? Aber Drachentraum ist halt böse. Ich kann dann alles in eine Reihe verschieben am Ende. Und wenn er dann mit sowas ankommt, brauche ich mir nicht so viele Sorgen machen. Haben wir eine Blende? Nein, wir haben keine Blende. Das heißt, ich spiele das tatsächlich erstmal die aus. Dann könnte ich nächste Runde die ausspielen und dann die. Mal schauen. Also die nach hinten und die davor, damit die den Schmuggler boostet. Er move den einfach. Okay, ist in Ordnung. Kann ich trotzdem mitarbeiten. Spielen wir erstmal die aus. Wir machen ganz entspannten hier. Ich hätte erst den Matron ausspielen sollen, das war blöd. Wobei, nee, im Endeffekt geht sich das, es geht sich genau gleich auf, weil die Matrone halt sich dann, die hat den halt geboostet, aber ist egal. Und jetzt, er baut sich halt hinten jetzt die Reihe voll, das ist auch völlig in Ordnung. Vorne sogar, perfekt. Ist ja noch besser. Wir nehmen die. Also das Ding ist jetzt, wir lassen uns erstmal richtig jetzt jede Menge Zeit. Ne? Der Anfang kann sich absolut hinstrecken, gar kein Thema. Nächste Runde würde ich ganz gerne Melee benutzen. Kann ich einem von dem da vier Schaden machen oder ich drücke vier Einzeleinheiten Schaden. Mal gucken, je nachdem. Ich könnte auch mal die Falle langsam benutzen, je nachdem, wo er was hinspielt. Wahrscheinlich nach hinten, weil er eben Ragnarok fürchtet. Aber indem man nach hinten spielt, tut er mir halt einen Gefallen, weil Drachentraum dann später alle Einheiten in einer Reihe hat, die ich treffen muss, ne? Und vorne sorgt halt Ragnarok dafür, dass es relativ leer bleibt. Okay, das finde ich gut. Das finde ich gut. Ich finde es immer sehr schön, wie die Panikglocken angehen, sobald du Ragnarok ausspielst. Und da er wird keinen Remove, einen Wettereffekt haben, ist das Schöne ist, er kann jetzt, egal was er umbringt, ist es beides. Ja, nicht die Matronen, das ist die klügere Wahl, muss ich ihm lassen. Wir nehmen mal hin, fügen der Eiche 4 Schaden zu. Oder? Macht das Sinn? Ja. So, nächste Runde ist mir Drachentraum aus. Das muss man halt immer. Das ist halt das Einzige, was bei dem Deck absolut wichtig ist. Das Timing ist unglaublich wichtig. Wenn der Gegner noch drei Karten auf der Hand hat, muss Drachentraum gespielt werden, sonst geht die Karte nämlich nicht mehr hoch. Also, ja. Und ich hoffe, dass er jetzt tatsächlich anfängt und die restlichen Elfenbogenschützen spawnt. Und dann mir den Kram da gibt. Dann werde ich nach Drachentraum. Oh, ich spiele den nach vorne tatsächlich. Macht aber nichts, weil wir eben immer noch Nibelin haben. So, wir geben immer noch keine Ziele. Wir haben noch dreimal unsere Anführerfähigkeit. Das müssen wir auch noch mal darüber nachdenken, dass das so ist. Das heißt, ich kann mir die Karten noch alle einfach nach hinten schieben, die ich hinten haben will. Und während die hier von Ragnarok aufs Maul bekommen, bin ich ja komplett d'accord damit. Auch die Falle wird bös viel Schaden machen. Ja, mach mir jetzt mal den weg, aber das ist mir relativ egal. So, spiele ich einen Bombentrigger aus. Ja, dann ist mir nicht viel. Werde die nach hinten schieben, weil sich das einfach sehr gut rechnet mit den 5 Punkten. Nächste Runde benutze ich Nivalin, um drei Karten nach hinten zu schieben. Dann ist die hintere Reihe auch voll. Beziehungsweise vielleicht move ich einen von den Zwergen raus, damit der vorne ein bisschen ticken kann. Und ich schicke drei Karten nach hinten, die tatsächlich draufgehen. Ist vielleicht auch eine Option mit der Anführerfähigkeit, wenn ihr wisst, was ich meine. Hinten liegen jetzt gerade 7 Karten, das heißt, ich würde mit Nivalin einen Move verschwenden. Also mache ich das wahrscheinlich so. Zorobiel. Ne, jetzt Bullshit, was ich gesagt habe. Ich muss jetzt
Wir machen das anders. Ich move jetzt, ich move die nach hinten. Zoro, die move ich nach hinten. Die move ich nach hinten. Ich spiele jetzt die Falle aus, damit die nächste Runde hochgehen kann. Und kann dann mit Nivellen die Karten in die Falle reinmoven. Alter, das ist halt schon wirklich böse, ne? Das ist halt schon wirklich böse. Und viel kann da eigentlich nicht mehr kommen, was er auf der Hand haben kann, ne? Hat schon jede Menge Punkte aufs Feld geworfen. Okay. So, das sagen wir mal, kluges Mord da den hinten. Ich werde trotzdem Nivellen ausspielen. Die drei nach vorne ziehen. Den passen. Reicht. Um 2 Punkte. Ah, oh, herrlich. Schön. Das Deck ist lustig. Das Deck ist wirklich lustig. Es war jetzt deutlich knapper, als ich das eigentlich gewohnt bin. Aber das war lustig.